Really on the plug, really on the plug. Really on the plug, really on the plug. In L.A., da ist Luxus-Shopping sehr gut möglich. Zum Beispiel ein Outfit, das sonst keiner hat. Das ist auch immer häufiger für Sportler ein erstrebenswertes Ziel. Und diese findet man nicht, sondern ganz klassisch im Laden oder im Internet. Dafür gibt es nämlich mittlerweile Personal-Shopper, so wie die Jungs von Buzzplug, die wir bei einem Einsatz besucht haben. Hey, willkommen bei Buzzplug. Kommt rein. Wir haben den Ismail Jakobs zu Gast. Sie sind die Personal Shopper der Fußballstars Luca und Moritz. Beide 23 hatten mit Buzzplug eine lebensverändernde Idee. Wir haben einfach angefangen, haben gedacht, komm, wenn wir da jeder 450 Euro nebenbei verdient, neben Studium oder neben was auch immer, das wird uns reichen. Und so haben wir eigentlich das ganze Ding gemacht. Das heißt, wir waren jetzt nie sehr profitorientiert, sondern wir hatten einfach Spaß an der Sache mit Klamotten, mit den Spielern. Und irgendwann haben wir gemerkt, das ist jetzt nicht mehr einfach nur ein Hobby oder so ein kleiner Minijob, sondern es wird halt wirklich unser Hauptberuf dann. Doch was genau macht die Idee von Luca und Moritz so besonders, dass Kunden wie Ismail Jakobs nicht im Modeschlaraffenland Monaco shoppen, sondern lieber bei den jungen Durchstartern? Wir spezialisieren uns eigentlich nur auf die Sachen, die es in Deutschland bzw. Europa eigentlich kaum gibt. Das heißt, wenn man an die Sachen will, dann führt auch kein Weg an uns auch irgendwo vorbei. Wo Luca und Moritz sind, ist Luxus. Und wo Luxus ist, sind die großen Namen nicht weit. In Deutschland vielleicht ein Dennis Schröder, kennt schon viele. Elias Nerdich, also Edi Geller, Sidney Friede. Also, da gibt's schon ein paar, also jetzt in der Streamer-Richtung. Fußballer vielleicht ein Alfonso Davis. Und vielleicht auch David Alaba als Kunden von Real Madrid. Was war denn das Teuerste, was ihr mal besorgen musstet? Das sind halt viele Produkte, sag ich mal. Wir haben nicht ein teuerstes Produkt gehabt. Also wir sollten jetzt eine Tasche organisieren. Das kann man vielleicht mal anteasern. Ich weiß nicht, ob man so sagen kann, wie wenig ist, aber die soll nach Italien gehen. Und das ist eine Hermes Birkin, die 55, die Hack, glaube ich, in Krokoleder. Wir haben jetzt eine gefunden, die wird gerade momentan so gehandelt für 250.000 Euro. Mode im Profisport, in Deutschland oft noch kritisch beäugt. Bestes Beispiel, der Wirbel um Serge Gnabry nach seinem Fashion Week-Besuch. Jetzt in Amerika siehst du es mit den ganzen NFL-, NBA-Spielern, die auch mit ihren eigenen Fits zu den Spielen kommen und daraus so ein bisschen eine Modenschau machen. Im Fußball ist es halt einfach nicht so. Ich weiß, es würde Jahre brauchen, bis, glaube ich, sowas in Europa akzeptiert, angenommen würde. Das brauche ich. Der Besuch von Ismail Jakobs endet wie eigentlich immer erfolgreich. Und so geht's für den Flügelspieler mit neuem Fit zurück nach Monaco.